Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash, Part Nummer 18. Ja, im letzten Part haben wir mitbekommen, dass Katharinchen verschwunden ist und da sind wir so leicht auf der Suche nach ihr. Und da sind wir hier jetzt beim Fossil Canyon und müssen gerade einen Toad retten, wo wir festgestellt haben, dass hier so ein leichtes Erdbeben herrscht von einem Gebiet, was eigentlich gar keine Erdbeben haben sollte. Und da gehen wir mal jetzt da so ein bisschen nach. Tolle Höhle, die ist ja offen. Okay, ja, nach oben und unten. Oh. Was ist das denn für ein Knochen-Gumba? Hab ich auch noch nicht gesehen in der Form. So, es kann natürlich auch sein, dass er immun gegen Sprünge ist. Kann natürlich immer sein. Okay, nicht unbedingt, aber es sind ganz viele. Alles klar. Wie heißen die? Knochen-Gumba. Okay, alles klar. Auch nicht gesehen. Vielleicht mal ganz kurz warten, was sie so sagen. Knochenmaske aktiviert. Na gut. Das sind doch Knochen. Ja, noch Gumbas. Dann nehmen wir doch einfach mal unseren Helm, oder was meint ihr? Es sei denn, die greifen anders an. Kann natürlich alles sein. Na, flupp. Oh, aber sie sind schneller. Man muss schon genauer aufpassen. Aber dafür ist der Helm immer noch Bombe. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, schön. Okay, vor allem ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt von den verschiedenen Gegnern mal wirklich von allen einzelnen eine Karte brauche, wenn man dann... Oh, ist ein Schatten von einem Knochen trocken. Da oben ist er. So. Ich frage mich auch zwischendurch mal hinten drin auch irgendwas ein bisschen mehr versteckt, als nur so. Na, komm du mal her. So, weg mit dir. So, da unten geht es dann auch nochmal durch. Na. Okay, ein. Da oben ist ein Toad. Heilung brauche ich gerade keine. Kriege ich das auf? Ja. Wo? Oh. Da ist ein böser Knochen-Gumba gewesen, ey. Ist leicht erschrocken gewesen. Wo? Oh. Okay, ihr wollt nicht anders. Okay, ich weiß nicht, wie die Mäuse angreifen. Keine Ahnung, die Knatterische. Aber ich werde dann wohl... Ich glaube, ich piepe. Dann piep's mal. Also Feuerblumen kann ich gegen sie nicht einsetzen. Das haben wir ja schon festgestellt. Komm, wir machen einfach hier ein bisschen Hammer-Action. Ich hoffe, das reicht auch vom Schaden aus. Piep! So, alles klar. Das geht sogar gut vom Schaden her. Sehr schön. Ja, für solche kleinen Gegner geht es ganz gut. Also auch wenn es Knochen-Gumbas sind, sind sie natürlich unbedingt jetzt gefährlicher als normale Gumbas, sage ich mal, in Anführungszeichen. Zumindest ein bisschen. Okay, das war so eine kleine versteckte Sache. Und hier, das habe ich schon gesehen. Auch wenn es ganz dunkel ist. Okay, also dann nach oben zum anderen Dry Bones. Alles klar. So. Und natürlich zwischendurch ja das eins ganz einfärben. Na, ich will aber nochmal zu... Das ist natürlich nicht... Okay, man muss da springen. Ich wollte eigentlich das nur warten, bis das Ganze wieder zurückkommt, weil ich ja das Teil noch einfärben will, aber... Ja, weil das Ganze sieht nicht nur nach Einfärben aus, sondern auch auf, nach draufhauen, gell? Okay, ich muss es eh ein paar Mal machen, von daher kein Problem. So. Na, kommt sehr Plattform. Ist trotzdem schön, wenn man hier sagen muss, obwohl alles aus Papier gemacht hat, dass man so auch so leicht hier mit Schatten und Co. arbeitet, gell? So, alles klar, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir da hoch. Oder zum Dry Bones gehen, wenn wir wollen. Kann schon auch sein, dass man den Dry Bones irgendwie von oben nach unten lenken kann. Und übrigens nicht wundern, ob ich jetzt Knochen trocken oder Dry Bones sage. Das sind halt, ja, deutsche und englische Namen. Ich mag beide, deswegen nenne ich auch beide gerne. Okay, einen Speicherpunkt. Nutze ich einfach mal. Einfach nur, weil es kann. So, Toad. Bist du auf dem Weg, um den Toad zu helfen, der eingeschlossen wurde? Viel Glück. Warum gehst du eigentlich hin und hilfst? Okay, jetzt, ich muss eh nach unten, weil hier was zum Einfärben ist. Und da ist nochmal ein... Sowieso ein versteckter Toad, mehr oder minder. Deswegen gehen wir doch gleich mal hin. Na du? Ich habe noch keine Zeit für diese für die Mittagspause. Darum der Schokoriegel... Achso, ich hatte noch keine Zeit für die Mittagspause. So rum. Darum der Schokoriegel. Verrat mich bloß nicht. Einer Pilz, okay. Einfach so.
Alles klar. Okay. Zwei Bones, geh weg. Nee, da möchte ich runterfallen. Alles klar. Lass mich einfach da sitzen. Dum, 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 dum. So, dann wieder hoch rumspringen. Ich bin ja immer noch gespannt auf dieses Skelett, wenn das irgendwie freigesetzt wird, irgendwie sowas. So, ein bisschen Farbe holen, dann passt es doch. Ah, da ist nochmal. Okay, hier sind Erdbeben ein bisschen größer, gell? Na du, geh weg da. Ich möchte an den Fragezeichenblock gehen. So, und gegen euch, ja, komm, setz nochmal so eine Pickelhaube ein. Ich hab hier genug eingekauft. So. Alles klar. Dann kommt mal her hier. Pieks. So schön ist es, also ich, ganz ehrlich, solche passiven, aktiven Karten sind sowieso immer das Schönste. Also man ist geschützt. Ich denke mal, dass wenn die direkt drauf springen, dass man vielleicht, dass sie vielleicht so ein bisschen Schaden von mir bekommen. Oh, da habe ich sogar schon Knochen Gumba. Sehr schön, wenn man dann sich um sowas nicht mehr kümmern muss in dem Sinne. Wobei natürlich auch die Frage ist, wie die Chancen stehen, dass man so eine Karte kriegt, gell? So, aber da gibt es ja diesen Ganoven-Guy, wo man dann vielleicht irgendwo die Karte holen kann. Aber die, ja, das ist dann wohl eher Zufall, wenn der dann erscheint. Okay, ich komme näher, das Erdbeben wird länger, größer. Kann man eigentlich da drauf stehen bleiben, wenn das Erdbeben macht? Ja, wackelt mal mit. So. Du, Mario, warte mal eine Sekunde. Die ganze Grabungsstätte scheint mir etwas erdbebengefährlich, findest du nicht? Ich habe nichts gemerkt. ihr etwa? Und gerade habe ich den Anflug einer Vibration in der Luft verspürt. Klar, in der Luft. Dies erscheint mir eine gute Gelegenheit, etwas von großer Wichtigkeit zu sagen. Hat gerade Musik verändert? Voll überhaupt nicht passend zum Erdbeben, aber okay. Ich möchte, dass du weißt, dass ich in Angesicht höchster Gefahr alles tun würde, um dich zu schützen. Ach so, das ist so eine... Das Erdbeben wird immer größer. Das soll wohl einfach nur so eine Art Freundschaftserklärung sein, gell? Oh ja, ich würde mich... Oh, okay, da ist Katharinchen. Ich will weg. oh Mann. Okay, 3D-Katharinchen. Ich kann gerade nicht... Einfärbungsseite rutscht eh runter. Okay, also ist meine Theorie damit bestätigt. Oh, sieh nur, ich habe hier einen sicheren Plätzchen für dich entdeckt. Das musste ich noch machen. Okay, ich habe zwar nicht lesen können, was er gesagt hat, bevor Katharinchen aus dem Loch geflogen kam, aber er hat bestimmt irgendwie sowas gemeint von wegen, ja, er würde mich immer beschützen und allem und pipapo. Und hier ja, hat er es sofort rein ausgenommen, als sie dann rausgekommen ist hier. Was war das überhaupt? Oh, ob das für ein ganzes Problem hier verantwortlich war? Gehen wir lieber zur Hauptausgrabungsstelle zurück, bevor es wiederkommt. Kann es vielleicht sein, dass Katharinchen ein Bossgegner sein wird, dass wir sie dann wohl besiegen müssen? Da oben ist wieder so eine Spezialtür. Kann ich nicht wieder zurück? Müsste. Also ist. Ja gut, es bringt vielleicht nicht unbedingt was zurückzugehen, aber vielleicht können wir ja in dem Loch da was finden. Könnte ja sein, theoretisch. Dum, 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 dum. Na, kommt man da rein? Ja, man kommt natürlich nicht rein, auch wenn Mario hoch genug springt. Na gut, nicht so wild. Hämmerwien haben wir es dann schön überprüft. Und ansonsten geht hier aber auch sowas nichts. Okay, alles klar. Ich bin überlegen, ob ich in die Tür da nochmal reingehen soll. Ich meine, Fragezeichen war ja hier einfärben. Dann hatten wir... Ich weiß, was für eine Farbe beim letzten Mal? Gelb hatten wir, gell? Dass ich vielleicht mal blau oder rot ausprobiere. Sofern ich überhaupt reinkomme jetzt. Kommt natürlich auch noch dazu, gell? So, da ist wieder ein Aufzug. Okay, erstmal Abkürzung hier freischalten. Sehr schön. Alles klar. Yay! Der Vorteil ist ja, dadurch, dass wenn man das dann eingefärbt hat, bleibt es ja eingefärbt. Direkt. Also hier häufen sich jetzt auf einmal die Speicherblöcke. In anderen Leveln vermisst man sie so ein bisschen und hier hat man gleich zwei. Na gut. So. Abnutzer Hammer. Wobei natürlich auch sein kann, dass vielleicht, wenn Katharinchen einen erwischt hätte, dass man vielleicht... Ah, da geht's rein. Dass man da vielleicht instant geboren gegangen wäre oder so. Keine Ahnung. Okay, dann gucke ich mal, dass ich... blau bekomme.
So, blau. 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 Okay, alles klar. Rein da. Na. Einfach nur, um zu gucken, ob es verschiedene Minispiele sind. Oh, wird wohl auch so sein. Kartenparkhammer. Schlage mit dem Hammer eine Karte, um sie umzudrehen. Finde alle Paare, bevor die Zeit abläuft. Okay, Memory auf Zeit. Okay, alles klar. So, das ist das hier, okay. Ah, das war extra Zeit. Oh, das war ein Pilz. Ein Hüpfchen und ein Pilz. Pilz haben wir hier. Die hatten wir hier unten links. Mit sowas bin ich eigentlich in Anführungszeichen gut. Oh, das war nicht gut. Aber, also, das war ganz links. So rum. Kopie, Kopie. Aber ganz auf Zeit ist natürlich so eine Sache für sich, gell? Okay, wir haben alles gekriegt. Sehr schön. Wir kriegen dann auch diese ganzen Karten, gell? Also den Feuerwehr haben wir jetzt auch als Kopie bekommen. Okay, Memory geht. Memory kann man ruhig spielen. Das sollte gar nicht kein Problem sein. Und das färbt dann wieder grau. Alles klar. Da ist noch ein Tropfen, auch wenn ich ihn nicht einsammeln muss. Okay. Da muss ich mir halt nur merken, dass wenn ich mal die Tür wieder sehe, dass ich dann auf, ja, auf Rot gehe. Auf jeden Fall kann man das auch gut nutzen, dass man halt nicht unbedingt jetzt irgendwo hin muss, um sich eine Karte zu holen, die man vielleicht braucht, sondern, ja, dass man die dann halt direkt kriegt. Also die Kopie zumindest. Na du? Oh, zum Glück, du bist gekommen! Hier sitzt ein Tod fest! Ich sehe es so kommen, man bricht es ein und dann geht natürlich alles auf, gell? Er ist zwar am Leben, aber so langsam geht ihm die Sahnebonbons aus. Okay. Oh, zum Glück. Ja. Ja, ja. Okay, alles klar. Wo ist hier einer? Ich bringe ihn wieder runter. Nee. Hilfe! Ja, ich sehe so kommen, dass hier gleich alles einbricht. Uff, das Licht hier draußen ist ja wirklich grell. Hm, Mario? Vielen, vielen Dank, Mario. Mir war es ja so langweilig. Ich hatte nur noch dieses Dings. Du hast ein Dings, her damit. Es hat nicht mehr viel gefehlt, dann hätte ich es wirklich essen müssen. Okay. Ein Knochen. Okay. Also dieser Tod hat ja da drin ja einen wirklich kühlen Kopf bewahrt. Ich weiß nicht, ob ich das in einer solchen Lage auch könnte. Warum quetschen wir das Dings nicht aus? Du weißt schon, aus rein wissenschaftlicher Neugier. Aber das ist ein Knochen, der ist weiß. Der ist so, den müssen wir erstmal einfärben. Natürlich lustig, wenn man halt sowas hat, das dann sowieso keine Farbe hat. Ja gut, ist ein bisschen gräulich, gell? Ein Knochen. Dann müssen wir den Knochen da reinfügen. Jetzt macht das Ganze natürlich mehr Sinn. Da, wo ich die Glückskatze benutzt habe. Rundliche Haustiere mit scharfen Zähnen fahren völlig drauf ab. Ja, mehr als offensichtlich. Oh. Oh. Ich will hier weg. Wohin? Ja, keine Ahnung. Ja, klasse. Wo ging's denn da jetzt lang? Also, okay, man kann in dem Spiel doch relativ leicht Game Over gehen, wenn man es jetzt mal so sagen kann, gell? Deswegen war auch vorher der Speicherpunkt, nur aus dem Grund. Ist jetzt natürlich die Frage, wo ging's da lang? Ja, lass mich hier rein hier. Ich gucke gerade mal 65%, also da gibt's noch einiges, was man da einfärben kann. Okay, also sie rollt dann... Hätte ich erst nach ganz links gehen sollen vielleicht? Kann es vielleicht sein? Na toll, jetzt habe ich das mit dem hier nicht gemacht, mit der Tür. Gut, dann können wir es einfach mal... Dann nutzen wir das aus. Ich habe das nämlich schon mal schnell ein. Ich gehe nochmal zur Tür. Mach die rote Tür. Speichere das Ganze und dann können wir dann direkt los. Sollte ich nochmal Game Over gehen, nur für den Fall. Also damit wir das halt gespeichert haben. Also heißt immer speichern, auch wenn man nur Kleinigkeiten gemacht hat. So, rot. Das ist dann nach gelb. Rot. Rot. Und rot. Alles klar. Es sei denn, ich hatte schon rot und bin jetzt gerade verpeilt. Werden wir gleich sehen. Nee. Spielhölle. Oder Höhle. Hölle wird ja mit 2L geschrieben. Springe gegen die sich drehenden Blöcke, um sie anzuhalten. Für dreimal dasselbe Symbol erhältst du einen tollen Preis. Ich hätte lieber... Okay, Fragezeichen. Ist natürlich die Frage, wann kommt das Fragezeichen, gell? Nach Schuhe und dann Münze, gell? So. Ist es immer gleich mit Schuhmünze? Schuhmünze, ja. Münze, Schuhmünze. So, alles klar. Sehr schön. Was kriege ich, was kriege ich? Oh, Erfahrungspunkte, okay. Aber auch nicht schlecht. Nehme ich gern mit. Die hat man zumindest sicher.
Alles klar. Kann natürlich auch sein, dass Fragezeichen generell zufällig ist, aber nehme ich auch gerne mit. Kein Problem. So, und jetzt speichere ich es nochmal. Damit man halt das nicht nochmal machen müssen, sollte ich da wieder irgendwie nicht gleich sehen, wo der Weg lang geht. Ist natürlich auch ein bisschen gemein. Also wenn man durch sowas dann einfach so Game Over gehen kann, aber deswegen ist halt dieser Speicherblock davor, damit man halt eben das Ganze dann nicht, ich sag mal, plötzlich auf einen zukommt. Man müsste ja das ganze Level nochmal neu machen. So, ja, das wissen wir schon. Mach auf hier. Gib mir das Ding zum Ausquetschen. Ja, haben wir verstanden. Gib's her. Das ist natürlich, für den einen oder anderen Spieler ist es natürlich dann immer wieder so, jetzt muss ich das Ganze wieder wegdrücken und bla. Aber, ja. Gehört sich halt so. Wenn das Spiel es so will, dann ist es natürlich so. Und dann gucke ich jetzt halt mal ein bisschen genauer. Ich gucke mal, ob ich nach links laufen kann, weil nach rechts konnte ich ja nicht. Ich war da unten irgendwie. Weil ich ja auch mit dem Hammer diese Lücke aufhauen müssen, kann natürlich auch sein. So, alles klar. Werden wir ja gleich sehen. Der rennt natürlich praktisch nach... Ich kann nicht nach... Okay, verstehe. So war das. Alles klar, hier lang. Vielleicht, irgendwie. Okay, ich hätte mich da schützen sollen, wo der Toad gelegen hat. Na gut, ich verstehe. Ja. Hätte ich eigentlich auch gleich sehen müssen, dass es so wie so eine kleine Rampe war. So. Oh, ich habe gerade gesehen, es waren das bisschen, was ich da eingefärbt habe und gespeichert habe, waren 10%, also ist es vielleicht doch nicht so viel, dass es da vielleicht pro Fleck dann das 3-4% sind. So, machen wir halt das nochmal mit dem Ausquetschen. Jetzt aber richtig. Also aufschlagen und dann unten sich verstecken. So. Alles klar. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr von der Sache haltet, dass hier auch solche Instant-Game-Over-Sachen passieren können. Das ist vielleicht eher nervig, oder dass ihr euch sagt, gut, da hat man halt beim Spiel nicht aufgepasst, dann ist es einfach so. Aber es ist zum Glück kein hier, man hat jetzt irgendwie einen 10 Minuten Bosskampf und geht dann trotzdem Game Over, sondern das ist halt dann wirklich so was Instant-mäßiges. Wenn halt nur dieses Ding nicht wäre, was man immer wieder ausquetschen muss. Aber ich nehme es locker, also ich sehe das nicht ganz so schlimm an. Ärgerlich wäre es halt jetzt wirklich, wenn man irgendwie einen Bosskampf hätte und dann ganz zufällig dann nicht checkt, was Sache ist. So, alles klar, lass mich hier durch. Deswegen hat man auch immer so ein bisschen Zeit. So, und hier bleiben wir jetzt einfach stehen. Alles klar, so war es gedacht. Doch so kurz und dann... Okay, es bröckelt alles weg. Okay. Ah nee, das ist generell ein Drache. Okay. Das ist ein vollständiges Dragadon-Fossil. Ja. Was soll ein Fossil... Das soll ein Fossil sein? Es ist so weiß. Ich dachte immer, dass ein Fossil... dass Fossilien in Kunterbunt sind. Warum sollten die den Leutchen sonst gefallen? Wenn du mich fragst, könnte es einen neuen Veranstrich gut gebrauchen. Okay, also müssen wir das wohl einfärben dann noch. Was für ein Monster war das denn? Es schien sauer auf uns zu sein. Haben wir ihm etwas... weggenommen? Schulden wir ihm noch etwa einen Gefallen? Ich kann kaum glauben, dass es einfach so durch die Wand gebrochen ist. Ich nehme an, die gute Nachricht ist, dass es die ganze Arbeit für uns gemacht hat. Das Fossil ist nun komplett freigelegt. Hey Mario, auf der anderen Seite dieses Lochs kann ich einen Farbstern riechen. Sehen wir uns das mal einmal an. Ich kann hier eh nicht mehr zurück. Ah doch, geht sogar. Was haben wir hier rechts noch? Achso, das ist hier... Okay, verstehe. Das ist eigentlich das ganze Gerüst hier gerade eingebrochen. Ich will nicht stören, aber du solltest dir vielleicht einmal den Raum dort ansehen. Mach ich. Katerinchen. Wie es aussieht, ist das Monster von hier aus in den Sonnenuntergang gerollt. Nun, das war zwar aufregend, aber holen wir uns den Farbstern und dann raus hier. Ja, gibt's noch irgendwas einfärben? Nicht? Okay, also ich habe einiges übersehen, was man noch einfärben kann in dem Sinne, gell? So. Schön die Münzen einsammeln. Vielleicht mache ich dann mal das Schnick-Schnack-Schnuck-Ding, wenn es freigelegt wird, eventuell. Na, wo geht's hin? Alles klar. Müsste ja eigentlich. Irgendwie muss man ja da hinkommen, gell? Ja, okay, alles klar. Okay, gut. Dann machen wir das auch mal. Ah, da ist, wird uns das Fossil angezeigt. Okay. Ja, 75... Ach nee, das Fossil wird vielleicht die restlichen 25% sein. Kann natürlich auch sein.
Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 2. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Bin ich mal gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht von jedem Boss auch eine Karte kriegt. Und das dann immer, nachdem man die Arena einmal gemacht hat und den Boss dann am Ende besiegt hat auch, also nicht jetzt hier beim Schnick-Schnack-Schnuck, sondern den vom Dungeon, dass man dann die Chance hat, halt die Karte zu kriegen. Wir kommen in der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 2. Hat ein Toad gesagt, okay. Gibt es hier irgendwas Spezielles, was ich beachten muss, oder sind es immer dieselben Toads? Wenn über eine Schnick-Schnack-Schnuck-Arena auf der... Was? Wenn über eine Schnick-Schnack-Schnuck-Arena auf der Weltkarte das Schnick-Schnack-Schnuck-Symbol erscheint, gibt es dort ein Turnier. Okay. Es heißt, dass es in jedem Schnick-Schnack-Schnuck-Arena andere Preise zu gewinnen gibt. Wäre auch langweilig, wenn überall dasselbe zu holen ist, gell? Insgesamt gibt es auf Prisma 8 Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, bisschen viel, aber okay. Arena 2, Gewinne. Ja gut, die Münzen sind alles dasselbe und dann wieder die Karte. Okay, alles klar. Hast du wieder Insider-Tipps? Dein erster Gegner ist unheimlich stolz auf seinen spitzen Stacheln. Ich glaube aber, seine harten Panzer findet er auch ganz gut. Spitze Stacheln heißt Schere und Panzer heißt wohl Faust. Kann ich mir vorstellen. Also müssen wir da wohl, weil er keine Hand macht, müssen wir dann mal wohl mit, können wir da mit Hammer angreifen. Das wollte ich damit sagen. Wenn man so aussieht wie dein Gegner in Runde 2, dann wird man vermutlich niemals eine Schere in die Hand nehmen. Also man selbst keine Schere oder... Ja, okay. Also wie gesagt, der war ja Heilung, gell? Willkommen im Café Prisma. Nein. So. Okay, und auf der linken Seite ist dann nur der eine Typ, der dann das Ganze immer wieder resettet, weil man, wenn man nicht warten möchte. Okay, also der erste Gegner, der setzt entweder Schere oder Stein ein. Und der andere hieß es, man soll da keine Schere nutzen oder... Ich muss mir den Gegner angucken, um das zu merken dann. Wenn du uns an Schnick-Schnack-Schnuck-Turnier teilnehmen möchtest, begib dich doch bitte durch diese Tür. Ja. In Kürze beginnt bei uns das große Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 2 Turnier. Bist du bereit? Ja. Rein da. Vor allem auch immer gespannt sein, was für Gegner man da hat, gell? Oder der Text, den der Tod in der Mitte wieder sagt, gell? Na? Der Weg zum Sieg ist lang und steinig, aber auch mit jeder Menge Papier und der ein oder anderen Schere gepflastert. Wer ihn beschreitet, der nimmt sowohl die Gefahr einer schmachvollen Niederlage als auch die Chance auf einen glorreichen Sieg in Kauf. Zelebrieren wir gemeinsam die Kunst von Schere, Stein, Papier. Yay! Super Schnick, Schnack, Schnuck. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz was trinken, Leute, weil mein Hals kratzt schon wieder leicht, leider. Aber ist natürlich normal, gerade bei dem Let's Play, wenn man dann verschiedene Stimmen machen muss. Falls übrigens einer wissen möchte, was ich hier trinke, das ist Eistee. Zitroneneistee. Sogleich betreten unsere Schnuckstreiter die Arena. In der Ecke der Frischlinge, der Meister Schnuck, das Fürchen lehrte, Mr. Mamma Mia persönlich, Mario. Und in dieser Ecke die Kreatur, die sich für die Vernichtung so manch unschuldiger Stiefelsohle verantwortlich zeigt. Für die Vernichtung? Könnte es ein Stachy sein? Ein Gegner, der wahrhaftig zu spitzen Leistungen fähig ist. Da. Ja, ein Stachy. Genau. Auf den sollte man natürlich nicht draufspringen. Na, du kleiner Stachy, du. Runde 1. Mario gegen Stachy. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Okay, also er wird sowohl Hammer, Faust, als auch Schere nehmen. Und ich, er wird keine... Ja gut, dann nehme ich Faust. Nehme ich einfach mal Faust. Ich bin mir halt unsicher, ob die generell immer die gleiche Karte nehmen oder ob das... Ja, okay, passt. Dass man das halt mehr... Man muss es halt mehr wie ein Puzzle sehen und nicht mehr wie ein Glücksspiel in dem Sinne, denke ich mal. So, 300 Münzen, alles klar. Stachy, du haust ab. Wie er so... Oh, hab verloren. Da geht es dann einfach, da denkt sich nur, ja gut, ich habe mal ein bisschen gespielt, gehe ich wieder, tschüss. So, und der nächste war, da hätte man ihn sehen müssen, gell? Wenn das so aussieht, sollte man keine Schere benutzen, so hieß es, gell?
Der Gegner der zweiten Runde. Wer ihn in die Augen schaut, läuft Gefahr, spontan in Flammen aufzugehen. Und sein Panzer trägt diese Bezeichnung völlig zurecht. Ein Feuergegner? Ich weiß es nicht. Mir fällt es gerade nicht ein. Mit einem Namen so schnörkellos wie seine Schnickschnack-Schnuck-Stil begrüßen wir gemeinsam Kikakoka. Was? Kikakoka. Kikakoka? Käfer. Achso. In Flammen habe ich nicht ganz verstanden, warum in Flammen. Keine Ahnung. Runde 2, Mario gegen Käfer. Schnuckstreiter, wählt eure Karten. Achso, man soll keine Schere einsetzen, weil er vermutlich Stein einsetzt, gell? Kann das vielleicht sein? Theoretisch. Na, Schnick, Schnack. Er benutzt auch. Jetzt bin ich darüber überlegen, soll ich Schere nehmen? Ein Unentschieden. Die mentale Anspannung scheint sich bei beiden Konkurrenten auf ähnlich hohem Niveau zu befinden. Schnuckstreiter, zurück auf eure Plätze. Ja gut, dann nehme ich halt einfach jetzt nochmal Schere. So. Alles klar. Bin ich mal gespannt. Schnick, Schnack, Schnuck. Nee, jetzt hat er mich besiegt. Okay, ich bin gerade überlegen, keine Schere. Also hätte ich keine Schere nutzen dürfen oder was? Aber wenn ich Stein genommen hätte, hätte ich verloren. Und hätte ich, nee, dann hätte ich eigentlich Stein nutzen können, aber wenn... Ich bin verwirrt. Keine Ahnung, ich bin verwirrt. Also manchmal, klar, Schnick, Schnack, Schnuck ist natürlich auch sowas in dem Sinne, dass vielleicht die Gegner zwei verschiedene Karten einsetzen. Zumindest haben wir es mal gesehen. Zumindest haben wir es mal gesehen, dass sie zwei verschiedene Karten einsetzen können, dann weiß man es besser. Also hätte ich mir dann wohl direkt merken sollen, ich soll keine Schere einnutzen und hätte, glaube ich, so lange hier Papier nehmen sollen, bis er halt Stein nimmt. So kann ich mir das vorstellen. Oh, das sind sogar 3 Sterne. Okay, gehen wir mal rein und gucken. Wird auf jeden Fall noch ganz lustig mit diesen Arenen, weil wenn es 8 Stück gibt, dann wird noch ein bisschen was auf uns zukommen, was das angeht. Aber man lernt ja so nach und nach, was für Karten Gegner einsetzen, gell? Da oben ist ein Spike. Hey Spike, Kollege. Was machst du da oben? Oh, das ganze Ding ist gespiked hier. Alle Stacheln hier. Oh, ich rieche einen Farbstern. Hier gibt es aber 3. Also riechst du ein bisschen mehr. Leider scheint er sich dort hinter der türähnlichen Vorrichtung zu befinden. Ach, hier hat es ja wirklich jemand mit dem dekorativen Stacheln übertrieben. Ja, wollte ich mir auch gerade sagen. Ich würde mir das ja gern aus der Nähe ansehen, aber ich bin allergisch auf große, spitze Dinge. Du kannst ja drüber fliegen. Okay, kann man das rollen da, das Teil rechts? Sieht zumindest so aus. Na? Ah, geht sogar. Dum-dum-dum-dum. Mal aus dem Weg hier. Aber ob das auch Sinn für irgendwas macht? Ist da vielleicht irgendwie ein Entfaltungsteil drauf, wo man vielleicht sehen könnte? Oder, warte, oder ich könnte vielleicht von oben drauf, gell? Ja gut, ich kann oben drauf, aber ich kann es nicht weiter bewegen. ja, die Säule habe ich gesehen, keine Angst. Ich achte jetzt nur noch so, weil ich habe so oft Säulen übersehen, dass mir das dann eher auffällt. Oh. Ui, der... Alter, ich wollte eigentlich gerade ausweichen und die fliegen direkt auf mich zu, die Tinger. Ich weiß gar nicht, ob die mich verfolgt haben eben. Na, Spike. Und ein paar Starris dazu, natürlich. Na, Spikey. Ich habe hier genug Hämmer gekriegt, also nutze ich einfach mal. Komm doch, springen. Nein, ich springe nicht, keine Lust. Ich wollte nur ganz kurz gucken, ob irgendwie der Spike irgendwie irgendwas sagt. Stolze Stachis, Stacheln stark. Ne, irgendwie will der nichts sagen, gell? Na, vielleicht doch. Ich frage nochmal ganz kurz. Weichst du aus, du Weichei? Wollte ich, aber du hast mich ja dann trotzdem getroffen. Ich glaube, Spike gab es später bei einem Mario Party auch als spielbaren Charakter, gell? War das so? So, gut, dass ich noch einen zweiten Hammer genommen habe, gell?
Also das halt, es passiert auch immer häufiger, dass bei Nintendo immer mehr Gegner als spielbare, ja, als spielbaren Charakter genommen werden. Zum Beispiel, man kann jetzt auch einen Goomba schon spielen, bei Mario Party speziell. Dann kann man ja bei Mario Tennis Aces, kann man jetzt rumhauen? Ah, okay. Geht sogar. Oh, nein, ich wollte erst nach rechts. Das war jetzt doof. hoppla. Naja, wenigstens kommen wir jetzt über die Stacheln. Ja, ich will aber... Wir haben die Brücke kaputt gemacht. Oh, das war... Uiui, 12 Schaden. Also ein bisschen übertreiben die schon mit dem Damage hier. Wisst ihr, wie das bei Paper Mario hier Legende vom Mondtor war? Man fällt zum Beispiel ins Wasser und verliert einen Punkt. Aber hier gleich voll übertrieben. Okay, es kann auch sein, dass man vielleicht von der anderen Seite jetzt rüberkommen, gell? Kann natürlich auch sein. Weil man da müsste nochmal dagegen schlagen. Vielleicht fällt da noch mehr runter. Dum, 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 dum. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass man da durch sowas sich was verbaut. Nee, okay, das bleibt so. Dass man halt jetzt von der anderen Seite dann rüberkommt. So, hier ist aber nichts, gell? Soll ich jetzt aber gucken? Dum, 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 dum. Mit Karton über Karton ist natürlich kein Problem. So, ganz nach rechts hier. Wollen wir was können? Vor allem guckt euch mal die Stelle da an. Also da muss man ja auch noch irgendwie einfärben können. Da oben. Könnt ihr auch ein bisschen bunt machen, gell, in dem Sinne. Oder man kriegt die Stacheln später weg. Kann natürlich auch sein. Ah, okay, verstehe schon. Ja, verstehe jetzt schon. Da fehlt ein Stachel. Und was haben wir gelernt? Da ein gewisser... Achso. Das sind Blöcke. Ich denke mir nur gerade, okay. Ein gewisser Professor hat einen Stachel, gell. Also man kann sich sehr leicht sagen, kaputt machen. Verstehe. Okay, alles klar. Na? Diese Art von Tür baut man ein, wenn man wirklich die Nase voll von Vertretern hat. Ja. Kann man sich vorstellen. Toll, ansonsten sagt er nichts dazu, oder was? Na gut, okay. Aber man sieht ja jetzt schon, da fehlt ein Stachel, also müssen wir da jetzt wohl zurück. Ich kann... Ja gut, ich muss es Level einmal geschafft haben, damit ich einfach rausgehen kann. Komme ich von... Ne, da komme ich nie im Leben dran. Ne. Also nochmal zurück und raus. Heißt, wir brauchen den Stachel vom Professor. Und dann können wir hier weiter. So. Den Stachel würde ich auf jeden Fall gerne noch holen. Oder wartet mal, kann man vielleicht von da oben zurücklaufen? Kann natürlich auch sein, dass man vielleicht hier lang kann. Von hier aus führen die Gleise nur in die weite, langweilige Wildnis. Da müssen wir nicht hin, Mario. Ja, ja, schön, alles klar. Es ärgert mich jetzt trotzdem, dass hier die Brücke jetzt kaputt ist, bevor ich da oben lang gegangen bin. Gerade weil da ja ein... Ja, weil da auch noch was gewesen wäre. Aber da komme ich nicht weiter. Das ist nur sozusagen als Tutorial, dass man sieht, okay, man kann da reinlaufen, dass sich die Dinger bewegen. Okay, dann müssen wir halt nochmal raus hier. Immer diese besonderen Gebiete, die eigentlich erst groß ankündigen und dann erstmal merken, wer braucht was, also muss man erst wieder raus. Oh. Ein neuer Prinzessinnenbrief. Okay, dann gucken wir uns halt das nochmal an. Oder nee, ich gehe erst zum Professor. Erst zum Professor. Wenn schon, denn schon. Es kann natürlich auch sein, dass er jetzt einem, dass er trotzdem immer noch so niedergeschlagen ist und dann hier nichts passiert. Aber das werden wir dann gleich sehen. Dum, 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 dum. Weil man muss auch dazu sagen, es fällt ja einem nicht unbedingt jedem sofort auf, dass da ein Stachel liegt, also der hier. Wie schafft man es nur? Ja, ja. Sagt mir dasselbe. So im Sinne von, okay, ich weiß nicht, dass man den Stachel braucht. Leider. In einem anderen Spiel würde man mir sagen, warum? Haben wir ein Katharinchen, sieht fort. Ja, ja gut, weg mit dir. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt, wenn wir hier den Knochen einfügen, dass Katharinchen dann gleich mal als Riese auftaucht. Aber ob das so von Vorteil ist, weiß ich nicht. Was mache ich eigentlich? Kann ich so raus. Gut, dann lesen wir uns nochmal den Brief durch von der Prinzessin. Und dann wird es mit dem Part wohl wieder gewesen sein. So. Dum, dum, dum. Ganz gemütlich. Ja, ich muss echt noch gucken, dass ich hier die einzelnen Prozente kriege, gell? Dass wir das dann jetzt alles am Ende dann machen müssen. Weil ich glaube kaum, dass euch das gefallen wird, wenn wir dann am Ende irgendwie, sagen wir mal, wir stehen kurz vorm Endboss und dann haben wir noch, sagen wir mal, in übertriebener Art und Weise 20 Level einzufärben. So, das ist dadurch, dass ein Brief war mit... Ah ne, hier liegt er doch. Okay.
Also muss ich schon hier umgucken, okay. Erhalten Peach Post 2. Immer diese Bewegung. Mario, von der Luftgaleere aus, auf der ich festgehalten werde, habe ich etwas Schreckliches beobachtet. Ein entsetzliches schwarzes Ding wurde über der Sierra Löwenzahn abgeworfen. Das war der, ja, der Kugelwilli. Innerhalb eines Augenblicks hat es alles schwarz gefärbt. Bowser hat nur zugesehen und gelacht, aber auf einer sehr selbstzufriedenen Art. Er muss den Befehl dazu gegeben haben. Bitte rette mich. Toller Brief. Die hat mir nur gesagt, das, was ich schon, gesehen habe. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, machen wir jetzt noch eine Sache. Und zwar, ich gebe mal noch schnell die Karten ab, die ich jetzt neu gekriegt habe. Und ja, dass wir dann zumindest das dann noch haben, so ein bisschen. Und spielt ihr momentan fleißig hier das Spiel? Wobei, ja nee, warte mal, wenn ich schon gerade hier sowas sagen kann. Bowser X hat mir ja auch eine Nachricht geschrieben gehabt, einen Kommentar. Ja, ja, ich weiß, einfärben und bla. Genau, wegen der... sag schnell, wegen der tollen... Wegen der tollen Musik so rum. Also, dass er in dem Moment, wo ich... In dem Moment sage ich... Ich bin jetzt wieder ein bisschen raus. Also, er hat mir gesagt, dass ich hier... in der Zeit, wo ich das Spiel hatte, er das ja auch noch gespielt gehabt vorher. Und hat das nicht durchgespielt. Und durch mein Let's Play hat er ein bisschen Motivation bekommen, dass er dann, ja, den finalen Boss geschafft hat. Extra hat auch er selber extra finaler Boss gesagt, weil man sich vielleicht denken kann, dass es, ja, wohl Bowser sein wird. Weil, ich meine, man hat ihn schon von Anfang an gesehen und ich glaube, in jedem Paper Mario war... Nee, Quatsch, was laber ich? Stimmt doch gar nicht. Nicht in jedem gibt's ist Bowser der finale Boss. So, Gegnerkarten, alles klar. Ein 3 bei uns. Ist natürlich sehr schön, wenn man die Karten dann schon hat, also die, die Helferkarten, sage ich hier, die Gegnerkarten, weil da muss man die nicht farmen in dem Sinne. Das ist genauso wie bei Pokémon, dass man gewisse Pokémon nicht mehr fangen muss, wenn man sie schon hat. Auch wenn man gefühlt jedes Pokémon tausendmal fangen kann, weil die ja angeblich alle immer so einzigartig sind, so rum. Aber dann gibt es trotzdem die immer die perfekten in dem Sinne, gell? Und ich muss natürlich auch hier dann nochmal gucken, dass ich den. Ja, dass ich mir den Knochen dann nochmal hole. Aber das kann ich ja. Das kann ich ja machen. Während ich die Folge beende. Oder exakt, ja, nach der Folge hier. Kann ich ja ganz gemütlich machen. Ich komme nicht zum Ende irgendwie. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Paper Mario Color Splash sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.